zwei, drei, vier, fünf Schläge ja. und ein richtig schnelles, explosives Knie nach ja. oben. Komm, Knie muss schön knackig kommen. Schnelle Knie sind auch um den Hüftbeuger, ja. weil den will ich auch trainieren. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Muskel für die Gesundheit allgemein. Beim Kickboxen sowieso, weil du immer wieder das Knie mit hochnehmen musst. Und explosiv. Genau. Weil der Hüftbeuger, der was das hier mitmacht, ja. Ja, das hast du halt in einem normalen klassischen Fitness-Training. Wenn du pumpen gehst, hast du das nicht. Ja. Man macht Beinpresse, man macht Kniebeuge, ja. man macht Kreuzheben. Ja. Das ist alles Rückseite. Aber der vorne an der Hüfte. Komm, jeder Schlag, 100% Energie. Jeder Schlag. Alles machst du explosiv. Wenn du dazwischen einen Atemzug nimmst, ja. oder meinetwegen sogar zwei, ist okay. Aber sowohl die Combo als auch das Knie. Ein noch. Du hast eine Muskelkette, diese komplette Vorderseite. Aha. Hüfte ist ja. mit dabei, hier. Ja. Bauch ist mit dabei. Ja. Und Arme, Brustkorb ist mit dabei. Stell dir vor, du spannst eine Feder über den ganzen Körper und dann bam, schlagartig explodieren. Und das schmeißen wäre nur Schultergelenk. Zack und top. Ich will alles. So. Ganzen Körper nutzen, Hüfte, Bauch anspannen dabei. Spannung und dann, zack, siehst du, hier, Hüfte, Bauch anspannen dabei. Genau, ganz lang machen, ganz groß und explodieren. Top. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, keep ready for defeat. Now I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward. I was getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching to the center. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Einen gewissen Muskel aktivieren, den Serratus anterior. Der bewegt das Schulterblatt praktisch nach vorne. Den brauchst du auch übrigens fürs Boxen. Für jeden Schlag ist er sehr, sehr wichtig. Du hebst mal diese Hantel einfach 90 Grad. Und wenn ich jetzt locker lasse die Schulter, dann kommt meistens die Schulter automatisch so ein bisschen vor. Das kannst du auch mal bewusst machen, dass die Schulter so bewusst ein bisschen vorlässt. Ja. Das Schulterblatt kommt hinten ein bisschen raus. Und ja. jetzt ist der Muskel eben nicht auf Spannung. Mhm. Und so wollen wir nicht drücken. Es gibt nämlich Leute, die tun so Schulterdrücken. Ja, ja, ja. Und das ist dann das, was zu Problemen führt. Nicht das Gewicht oder die Übung, sondern diese Technik. Diese Schulter. Ja, und jetzt stellst du dir vor, du willst die Hand nach vorne schieben und zwar mitsamt Schulterblatt. Mhm. Von hier nach da. Du hältst die mal so und guckst mal, ob du merkst, dass ich hier, ja. da liegt praktisch der Serratus, genau, dass der angespannt ist. Dass du hier schön so ein bisschen noch weiter nach vorne mit dem Arm, genau, dass du den Bereich immer vorschiebst. Einmal locker lassen, einsinken und einmal wieder zack, die Spannung drauf geben, genau. Und spüren, das ist jetzt deine Aufgabe, weil das brauchst du für jeden Schlag, diese Muskulatur, für jede Druckübung, für jede Schulterdrücke nachher. Einfach mal da. Genau, das Gefühl reinbekommen, was sich tut. Und dann merkst du, 7,5 Kilo sind gar nicht so leicht. Das ist schon fordernd. Reicht. Schön aufrichten, vor. Genau. Und von der Technik geht es darum, dass wir eben nicht so sind, sondern dass das, was wir gerade hier gemacht haben, genau das hast du hier beim Drücken immer. Genau das. Und aus der Position drückst du hoch. Und dann ist die Schulter fest, weil die Gefahr ist bei dir natürlich da. Also brauchen. Die Muskeln, dass du zuhauen kannst und dass die Schulter stabil ist. Wenn wir aber zu viel machen mit falscher Technik, riskieren wir eine Überlastung. Ja, ja. Ja, und deshalb ist da ganz, ganz wichtig, das Gleichgewicht zu finden zwischen zu viel und zu wenig und auch die richtigen Übungen. Dass wir jetzt auch genau deshalb mehr auf Stabilisation gehen, nicht zu sehr aufs Gewicht, machen wir das nicht normal mit einer Kurzhantel, sondern ich will mehr Stabilisation drin haben. Ich will, dass du kleine Wackler drin hast. Deshalb nehmen wir jetzt eine Kettlebell. Ich nehme die. Und jetzt halte ich die
So. Und der Rest bleibt. Und die wackelt automatisch. Das überträgt sich auf deine Schulter. Du musst hier stabilisieren. Stabil stehen, ausatmen, hoch, einatmen, ab. Ausatmen, hoch, einatmen, ab. Halt die Balance schön. Auch auf den Stand achten, auch auf die Füße, auf die Zehen achten. Und wir tun ganz strecken, das heißt, du versuchst, genau, komplett, also wirklich so hoch, wie du kommst sogar. Wirklich so hoch, wie es geht. Die Schulter darfst du mit, sogar so mit in Richtung Ohr hochnehmen. Was du auch merkst vermutlich, Unterarm, Handgelenk, du musst extrem fest zupacken. Du trainierst auch hier alles, deshalb, das ist eine richtig gute Übung, weil wir gerade, ich sag mal, die fehlenden Muskelpartien noch trainieren, ohne dass wir jetzt zu viel Gewicht auf die Schulter geben müssen. Stabilität war sehr gut. In der Schulter, das hast du perfekt umgesetzt, genau das, was ich dir gerade vorhin gezeigt habe. Diese Spannung da drauf, genau, Stand ist stabil, das ist auch gut. Perfekt. Stand bleibt auch weiterhin stabil. Ausatmen im Drücken. Top. Und wieder ganz hoch bei der nächsten. Oder bei der schon. Genau, komm. Ganz hoch. Ganz strecken, ganz strecken. Genau. Ganz strecken wieder. Komm, da geht noch mehr. Hier wieder schön vor. Und jetzt ganz strecken, ganz lang machen. Ja. Going off when I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier. Jetzt geht es nochmal rein ans Stabilisieren, weil auch das ist halt klar beim Boxen, wenn du dir ein Schultergelenk anschaust, was für ein offenes Gelenk das ist, ja, das nur Muskeln, das Ding hier, nur Muskeln halten dieses Ding hier stabil, sonst würde der hier rausfliegen. Ja, und das ist so brutal, was da für eine Belastung drauf hast. Da haben wir natürlich die großen Muskeln und ich sag mal die kleinen, die wichtigsten der kleinen tun wir jetzt hier beanspruchen. Jetzt habe ich schon gesagt, die sind klein, das heißt, da geht gar nicht zu viel Spannung. Du denkst jetzt am Anfang, das ist ja gar nichts, aber es wird trotzdem schwer werden. Ja. Stabil stehen wieder, Ellenbogen nach hinten ziehen und jetzt gehe ich nur in die Rotation. Das heißt, ich rotiere nur hoch und wieder vor. Hoch. Der bleibt hier komplett starr. Keine Ausweichbewegung nach vorne, nach hinten. Nur reine Rotation. Rotieren. Auch hier stabiler Stand. Auch hier Po und Bauch leicht auf Spannung. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass hier meine Hand ist und du drehst nur hoch und musst vor. Genau so. Das ist sehr schön, das ist sehr sauber. Wachstumsreiz setzen, das ist ein bisschen auch der Unterschied. Ein Kickbox-Training ist oft auch einfach nur hart, einfach nur brutal. Man trainiert sich oft auch ein bisschen kaputt. Hier geht es darum, wir wollen ja, dass das Training effektiv ist und dass der Muskel wächst. Und das heißt, wir müssen bis zu einem gewissen Punkt natürlich trainieren, aber wenn wir zu hart trainieren, wenn du jetzt die Muskeln zu hart herballerst, dann brauchst du unnötig lang zum Regenerieren. Hast du morgen brutalen Muskelkater, kannst drei Tage, kannst nicht mehr einen Sandsack hauen, hast dann auch eventuell sogar eine instabilere Schulter durch den Muskelkater. Und da müssen wir die richtige Mischung finden. Hart trainieren, ja, aber nicht zu hart. Deine erste Aufgabe, Tibialis, Schienbeinmuskel, wieder als Ausgleich zum ganzen Springen auf der Wade. Wieder hier die Taps. Und danach machen wir noch im direkten Wechsel, also du machst die, bis brennt. Und dann setzt dich einfach auf den Boden, Füße strecken. Ja. Ich leg dir ein Gummiband rum und dann musst du ranziehen. Erst mit links, dann mit rechts. Okay, im Sitzen. Ja, so hoch wie es geht. Glaub ich mir, ich hab 7 Tage gespürt, also fast bis jetzt. Echt jetzt? Gestern war der letzte Tag, ich spür's nicht mehr, aber gestern hat er gespürt. Und jetzt überlegst du dir, du bist bei deinem Training, bist du eine Stunde lang nur auf dem. Dann machst du ein paar von dem und hast tagelang Muskelkater. Dann siehst du, wie schwach diese Muskeln eigentlich sind und wie verkümmert, sag ich mal. Übel. Weil man sich nicht drum kümmert. Ja. Und wieder zu dir ranziehen, so weit wie es geht. Zu dir ranziehen, so weit wie es geht. Genau. Ein bisschen vor. Ranziehen, so weit wie es geht.
4, 3, 2, 1 und stopp. Andere Seite. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Und da bin ich froh drum, dass wir da eine schöne Schwachstelle bei dir, sag ich mal, entdeckt haben. Auch hier liebe Grüße an Sebastian Schäfer nochmal. Bizeps, Ellenbogengelenk, Handgelenk, Unterarm, ein bisschen eine Mischung. Ja, ja. Wichtig, du greifst die ungefähr in der Mitte, weil ich curle gleich so hoch, wenn die hier liegt, wenn die hier aufliegt, dann muss ich nicht mehr halten. Ich will, dass du wirklich zupacken musst. Schau mal hier, einmal rechts, einmal links. Auch hier die Schulter, daran denken, stabil lassen, wie gerade vorhin. Genau, diese Spannung drauf lassen, Po stabil, alles stabil, genau. Und bei der Curl-Variante haben wir jetzt einen Unterarm mit dabei. Einmal müssen die Flexoren an der Unterseite, die müssen halten. Und zum Beispiel hier der Brachioradialis am Unterarm. Der ist hier auch sehr stark mit dabei. Unterarm trainierst du halt immer mit allem, was du greifst. Klimmzug, Kreuzheben, Rudern. Aber die Oberseite, weißt du, kannst du wahrscheinlich auf Anhieb gar keine Übung sagen, mit der du die wirklich trainierst. Oberseite, Unterseite, ja, und oben. Genau, aber jetzt haust du gegen Boxsack, da muss halt beides, da muss beides stabilisieren und halten. Und deshalb machen wir eher die oder die, weil da haben wir den Bereich noch ein bisschen mit dabei. Jetzt geht es um die Atmung. Atmen ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig für einen Kickboxer. Ich meine, ohne Atmen kannst du nicht kämpfen. Das ist eine enorme Sauerstoffschuld. Und ich will einfach mal nur zeigen, was es für verschiedene Wege gibt und was da so geht einfach. Legst deine Hände ganz entspannt so auf den Bauch, auf den Bauchnabel. Und zwar atmest du einfach tief in den Bauch ein und wieder tief aus. Die Atemzüge nach und nach natürlich ein bisschen länger zu gestalten. Und zwar sowohl ganz tief ein, als auch ganz tief auszuatmen, also das ganze Lungenvolumen zu nutzen. So, wieso ich das mache? Ich will einfach verschiedene Atemtechniken zeigen. Deshalb gehen wir jetzt mal zu einer Rippenatmung. Hier so eine Stufe höher auf den Brustkorb. Da, wo du die Rippen vielleicht hier seitlich spürst, der Bereich mit dem Atmen weitet. Probier das mal. Jetzt bleibt der Bauch, wirst du gleich merken. Ich will nicht sagen, dass er flach bleibt, aber er hebt sich nicht so stark an. Und du atmest jetzt ganz bewusst in den Rippenbogen ein und auch aus dem Rippenbogen wieder aus. So. Das Band langt fast gar nicht bei dir. Gegen das Band zu atmen und das Band möglichst weit zu spannen, dann hältst du 2 bis 3 Sekunden die Luft an und atmest schön langsam wieder aus. Das heißt, wir atmen ungefähr 4 Sekunden ein, ganz tief in den Brustkorb. Halten, 1, 2, 3 und wieder ausatmen. Schön langsam. Brustkorb darf sich wieder senken. Wie war's? Hast du was gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Muskulatur so ein bisschen, gell? An der Rippe fängt es an, so ein bisschen zu brennen, zu ziehen. Ja, genau. Und jetzt nur noch zum Abschluss, kurz zum Entspannen, um die Wirbelsäule ein bisschen auszulockern. Mit dem Ausatmen lässt du dann einfach deine Füße zur Seite kippen. Also einfach fallen lassen mit dem Ausatmen. Jetzt hast du die sanft zur Seite gelegt. Wir tun jetzt fallen lassen. Das heißt, wirklich alles locker lassen. Ich gebe den Schubs, atme aus und die fallen. Genau, komplett, komplett zur Seite. Jetzt, dass wir im Liegen keine Kompression mehr haben auf dem Rücken, weder auf den Bandscheiben noch sind die Muskeln großartig angespannt. Und wir können einfach den Rücken trotzdem noch ein bisschen bewegen. Ich sehe nämlich auch, dass dir das da schwer fällt, locker zu lassen. Also es ist immer noch sehr, sehr viel Spannung drin im ganzen Körper. Das ist der untere Rücken, den spüre ich da total. Genau. Der ist ganz fest. Genau. Das merkt man, dass du bei den Übungen, die Spannung zu halten, ist für dich gar kein Problem. Ja. Und was wir bei dir noch angehen müssen, ist auch locker zu lassen. Ja. Auch die Muskeln zu entspannen. Und dann legt sich auch dein Problem im unteren Rücken. Kannst du einfach hier so ein bisschen dich auf dem Rücken selber massieren. Ja, das soll, wie gesagt, entspannt sein. Genau. Kannst kreisen, kannst auch ein bisschen wippen. Alles ist erlaubt. Einfach den Rücken ein bisschen entspannen. Auch, ja, psychisch runterkommen. Das heißt, man muss sich vorstellen, wie sich die Muskeln entspannen. Und das musst du auch genauso ernst nehmen, das Entspannen,
wie das Training oder wie das Anspannen. Da kann man wirklich wissenschaftlich mittlerweile ja, belegen, dass es gegen ja, viele Krankheiten, gegen Depressionen hilft, gegen Angstzustörungen und dass es auch die Spannung auf dem Muskel reduziert. Jetzt halt mal die hier, Hände gehen wieder runter und jetzt langsam im Ausatmen zur Seite ablegen aus der Position. Lass die mal ab langsam. Ist schwer für dich, gell? Wenn das geht, wird auch die ganze Rückenmuskulatur lockerer. Die ist bei dir einfach konstant unter Spannung. Ja, vom Training, davon, dass Kickboxen halt so ein brutaler Sport ist. Das soll beim Kickboxen so krass sein muss und unter Spannung sein muss. Nicht zu viel Stabilität, aber zu viel ja, Spannung einfach da drauf. Ja, das kann gut sein. Deswegen, ich sage ja, ich habe ja mit 19 den ersten Bandscheibenvorfall gehabt. Ja? Und ein L4, L5, weißt du, das ist und dann, genau da. Dann trainiert man, dann stabilisiert man das, dann ist man auch schon psychisch so, das muss ja stabil sein und die Muskulatur ist unter Spannung. Und immer auf Spannung. Ja, das baut sich jahrelang auf. Richtig. Ja. Und das ist genau der Ansatz, den ich ja ein bisschen jetzt auch verfolge als Trainer. Ich habe ja früher selber die Erfahrung gemacht, dass ich nur gepumpt habe, nur schweres Gewicht, nur Training. Ja. Aber das Ding ist einfach, wenn du langfristig erfolgreich sein willst, als Leistungssportler ist das Allerwichtigste, erstmal gesund zu bleiben. Super. Hart trainieren ist einfach, das kann jeder. Ja, jeder Depp kann sich jeden Tag 2 Stunden im Fitnessstudio den Arsch aufreißen. Aber was tust du, um das jahrelang machen zu können, um auch gesund zu bleiben? Ganz genau. Dazu gehören solche Sachen wie hier dazu. Sowas wie Atemübungen, sowas wie Lockern. Richtig. Und das ist für dich, wie gesagt, ab sofort genauso wichtig oder soll genauso auf dem Programm stehen wie hartes, intensives Training. Ja, wird's. Ich habe auch gerade vorhin meine Atemübung gemacht, bevor du kamst. Mhm. Nicht lang, aber 3 Minuten. Weißt du, einfach 3 Minuten kurz Time an und nur darauf fokussiert. Amen. Wenn man das macht, merkt man schon, wenn man irgendwas fordert, egal ob es Training ist oder machen wir auch nächstes Mal wahrscheinlich vorm Training kurz. Ja, so eine 3 Minuten. Schön fokussieren, auch psychisch, genau, weißt du? Dann merkst du schon, die Gedanken, die du da forderst, sind auf einmal weg. Ja. Oh, Jérôme. Top. Nino. Starkes Training, meine Damen und Herren. Top. Jérôme hat es geschafft heute. Schöne Trainingseinheit, schöne bunte Trainingseinheit. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.